Achtung, wir kommen. Er schießt ein bisschen. Das darf er wohl auch machen. Und wir sind dann aber sofort im Nahkampf und natürlich auch überlegen. Und ich glaube, wir ziehen die mal hier ein bisschen näher ran. Sonst wird das ja nie was. Er versteckt sich doch sehr stark. Die Kurieure werden gleich auf die Bürger und Musketen schießen, sicherlich. Jawohl, in Reichweite. Feuer frei. Ja, die haben eine Präzision, das ist unglaublich. Die Feinde wollen schon fast abhauen. Kann ich ihnen auch nicht übel nehmen, ehrlich gesagt. So, und hier wird jetzt sicherlich auch geschossen. Jawohl. Von hinten kommen feindliche Kavalleristen. Wir haben unsere Gendarmerie schon fast verloren. Und ich drehe mich mal ganz kurz um, um die weiter zu bekämpfen. Ich höre italienische Stimmen. Die hauen ab. Das ist eine gute Sache. Und ihr geht vor. Ihr geht hier hin. So, ein bisschen umzingeln wir das Ganze. Und tschüss. Jawohl. Außerdem zwei, drei von unseren eigenen Leuten mit erwischt. Es gibt Schlimmeres. Na, nicht hinterher rennen. Dann lieber. So bleiben, wie ihr seid, und auf die Feinde schießen. Sie kommen zurück. Dann müssen wir uns wehren. Ja. Das ist ein gegenseitiger Sturmangriff gewesen. Für beide Seiten mit hohen Verlusten. Alles klar. Ihr verfolgt die mal weiter. Die sind erschüttert. Die auch. Hier haben wir jetzt wirklich dem Feind extrem hohe Verluste zugefügt. Geht mal auf die bitte. Ihr geht weiter hier ran. Die werden sicherlich auch abhauen. Erschüttert, jawohl. Genau, da bleibt nicht viel von übrig. Die ebenfalls. Können wir die ja auch noch näher hinzuziehen. Na, das wollte ich nicht. Das ist besser. Da kommen jetzt auch die anderen Einheiten. Ah, nach und nach aufs Schlachtfeld. Das ist gut. Öi. Mitgenommen. Dann machen wir einen kurzen Sturmangriff. Wir haben ja unseren Nahkampfbonus, den wir an dieser Stelle sehr gerne mitnehmen. So, und tschüss, ihr Lieben. Und wir stellen mal die Schlacht ein bisschen um. Wir haben den Feind jetzt einmal komplett vernichtet. Auch erschüttert. Jawohl. Ihr seid noch... ihr seid sehr müde, ich wollte gerade sagen. Frisch, wie sieht das denn? Oh, unsere Ulan. Für alle Fälle haben wir die auch noch dabei. Und ihr hört mal kurz auf. Wir wenden mal kurz. Einmal auf ganzer Strecke. Oder ich gehe mal in Nahkampf hier mit denen. So. Ihr seid auch gut dabei. Und ich hole mir jetzt die Ulan dazu. Was ist da hinten noch? Leibwache des Generals. Ah ja, gut. Oh ne, du kannst da hinten bleiben. Die brauchen wir, glaube ich, besser nicht. Und ihr stellt euch auch hier hin, dass ihr mal gegen die Feinde kämpfen könnt. Ihr ebenfalls. Was habt ihr hier am Gange? Nö, wir ziehen uns zurück. Warte mal, lieber so. Die sind nur gebrochen. Ihr geht dann dahin. So. Und dann haben wir noch eine Einheit hier hinten, die ein bisschen verwirrt ist. Und dann haben wir hier Pikiniere. Oh, das ist nicht gut. Nicht gegen Pikiniere kämpfen. Nein, 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 nein. Das ist Verschwendung von Truppen. Nein, haut ab. Haut ab. Haut ab, das ist gut. Ist gut gelungen. Wir sind weg.
auf dem Lizen. Im Sturmangriff. Mit Ulanen. So, dann gehe ich mal jetzt auf die Pikiniere mit dieser Linieninfanterietruppe. Der Leibwache des der General. Macht sonst irgendwas, keine Ahnung. Hier haben wir unsere Truppen fast da hinten aufgestellt. Die Miliz ist erschüttert und verliert jetzt reichlich Truppen noch im Nahkampf. Der Feind macht jetzt alles durcheinander hier. Und wir haben ja zum Glück unsere sehr, sehr guten Nahkampf-Boni. Sodass sicherlich wir das Ganze für uns entscheiden werden. Gehen wir auf die. Wir rushen da nochmal rein. Sonst ist gerade ein großes Chaos. Die sind auch erschüttert. Klar, die sind an unserer guten Linieninfanterie abgeprallt. Das tut richtig weh. Kurjöre einmal formieren. Und die verlieren gerade hier richtig fett an Truppen. Und die natürlich auch. Ja, wir haben die Feinde, glaube ich, besiegt. Kann das sein? Nee, fast. Die noch nicht. Miliz noch einmal. Und hier hinten Pikiniere. Die auch noch nicht. Dann gehen wir da jetzt auch im Nahkampf drauf. Wir haben ja gute Nahkämpfer. Die sind allesamt erschüttert. Verlieren weiter Truppen. Hier geht's auch in den Nahkampf. Gegen Pikiniere. So. Ihr kämpft weiter gegen fliehende Truppen. Kommt nochmal zurück hier. Ich schicke euch da noch drauf. Ihr geht dahin. Gut, ich beschleunige das Ganze jetzt mal ein bisschen. Hier sollten wir die Pikiniere doch eigentlich mal langsam. Die Miliz ist noch sehr stark von ihm. So, hier haben wir jetzt gleich ihn komplett durchzingelt. Ja, und tschüss. Boah, jetzt verliert er aber noch richtig was zum Schluss. Die Pikiniere dürfen sie gleich auch zurückziehen. Ja, da bleibt fast nichts mehr übrig von der Miliz. Die werden ja weitgehend. Okay, wir haben gewonnen. Gefecht beenden. Glorreicher Sieg. Fein. Trotz großer feindlicher zahlenmäßiger Überlegenheit haben wir die Schlacht für uns entschieden. Und ja, er hat fast alles verloren. Wir haben ein Drittel unserer Truppe verloren. Und ich will mal kurz gucken. Also, besonders viel gekillt hat natürlich die Linieninfanterie. Aber die Couillard de Bois auch mit 182. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, den Sieg heimsen wir ein. Die genuesische Flotte bleibt da, wo sie ist. Und dann sollten wir Genua gleich... Ey, verpiss dich. Recht stressfrei. Oh, die kommen auch an. Vernichten. Also, die Eisenmine wurde sabotiert. Das waren garantiert Genuesen. So, dann haben wir überfallene Handelsroute. Okay. Noch einen neuen Hafen. In Arkadien. Sehr schön. Hier baue ich jetzt, wie gesagt, den Hafen auch hin. Und eine Hafenblockade in Europa. Das sind aber nur leichte Galeeren. Die kann man vielleicht gleich wegballern. Aber erst... first things first. Bastia, Korsika. Muss erobert werden. Aber ich gehe erstmal hier ran. Ein Edelmann in Arkadien. Ja, hervorragend. Perfekt. Der kann nämlich dann direkt gleich hier hin. Wir tauschen das einfach mal aus. Du gehst mal hier in den Louisbourg-Hafen rein. Er ist Banker mit Leib und Seele und ein passabler Schwertkämpfer. Hier ist jetzt der Katholizismus das Einzige, was vorhanden ist. Du gehst auf die Flotte und die Flotte bringt dich, mein lieber Freund, nach Louisbourg. Und in Louisbourg gehst du von Bord. Stellst dich da einmal hin und du gehst dann da rein und dann bringen wir euch irgendwie wieder woanders hin. Hier dauert es auch zwei Runden,
bis der Katholizismus sich komplett durchgesetzt hat. Kostet weniger Geld dann bei der Stadtwache. Alles supi. So. Eigentlich müssen wir das auch erforschen. Das müssen wir sogar sehr dringend erforschen. Dann gehe ich mal davon darauf, weil es einfach wichtiger ist. Das machen wir später dann. Könnten wir die theoretisch tauschen? Nee, können wir nicht. Ah, schade. Gut, das bleibt so. Eigenschaft erhalten. Ja, supi. Arbeiterstreik in Savoyen. Jetzt können wir die Provinz wohl von der Steuer befreien. Bleibt noch ein Kritikpünktchen übrig. Ja. Oh, das Lyon entstanden, das sehe ich schon. Dann muss da auf jeden Fall irgendwas rein. Die am besten. Ja, reicht. Gut. So, das haben wir gelöst. Rekrutierungsbericht. Golf von Biscaya. Eine Fregatte. Die wird gleich noch verstärkt von einer zweiten. Bleibt erstmal drin. Und dann haben wir Savoyen und Holländisch-Guayana. Kolonialmiliz. Du gehst hier in den Hafen. So, das ist eine gute Idee. Die Piraten mal eben vertreiben. Ja. Du gehst da rein. Und hier holen wir uns noch eine Kolonialmiliz. So sieht's aus. Das können wir sogar schon wieder besteuern. Hervorragend. Dann kriegen wir ja noch mehr Geld. Wir haben einen Baubericht. Oh, sehr schön. Hier, Holzfällerlager. Und Gewürzplantagen in Maroni. Das finde ich gut. Cayenne. Da kommt der Cayenne-Pfeffer übrigens her. Sicherlich so eine Anspielung darauf. Und mit, nach der Arbeitsteilung können wir sogar das Gewürzdepot bauen. Sehr schön. Ja, das steigert unsere Gewinne. Leider wird ein Teil davon überfallen. Die Italiener sitzen auf der Route zum Osmanischen Reich. Und Großbritannien und Preußen sind leider auch blockiert. Was soll der Scheiß denn? Frankreich. Ah ja. Das ballern wir gleich weg hier. Logisch. Klar. Das sind die. Die Route ist das. Ich dachte schon. Okay. Und eine weitere neue Stadt entsteht. Lyon in Frankreich. Hier kommt Werkstättenweber hin. Wir wollen ja ein bisschen Geld verdienen. Nicht wahr? So, gut. 26 Runden bis Nantes. Als nächstes fertig ist, Nantes ist die Stadt hier in der Bretagne. Gut. So. Dann kümmern wir uns als nächstes, ja, um die Genuesen. Wir werden zunächst mal Korsika, wie gesagt, erobern. Eine süße kleine Provinz. Und hier mag ich das mit Kapitulation verlangen. Machen sie auch. Sehr schön. Korsika gehört uns. Perfekt. Wir reparieren die Stadt. Und freuen uns über diese Provinz. 79 Runden bis Ajaccio fertig ist. Gut. Ist halt so, wie es ist. Die Leute sind ein bisschen unzufrieden. Oder sollten wir sicherlich mal die Steuern vielleicht reduzieren. Da könnte es leichte Aufstände geben. Das muss ich im Blick behalten. Und dann natürlich hier jetzt Ligurien. Das schnappen wir uns jetzt auch. Wir verlangen auch hier die Kapitulation. Jetzt helfen uns die Spanier auch wieder. Abgelehnt. Gut, die wissen ganz genau, was ihnen blüht. Sieg! Sehr schön. Ligurien gehört uns.